Leute, es ist einer der kältesten Tage hier am Ladoga-See. Das muss man ausnutzen. Ab geht's auf Saiblinge. Bach-Saiblinge, Ludoga-Saiblinge, Klotz-Saiblinge. Also, legen wir los. Gas geben direkt ins Boot. Und dann brettern wir erstmal zum Spot. So, und dann kommen wir doch hier auch schon langsam mal an. Das sieht doch schon alles ganz gut aus hier. Zack, bis hinten durch, bis zur Mauer. Gucken wir mal, schmeißen wir mal einen Anker. Motor aus. Und dann sind wir hier, ja, quasi an der letzten Boje. Auch wenn man da ein bisschen näher dran ist, schadet es auch nicht. Aber wir stehen hier und ballern einfach hier die Spur entlang. Gucken wir mal eben nach der Route. Da haben wir sie. So, was haben wir denn für ein Wetter eigentlich? Wir haben heute, ja, eigentlich mit das kühlste Wetter in der ganzen Woche. Perfekt. Also 10 Grad kalt. Das nutzen wir direkt mal aus, solange der Tag noch so einigermaßen da ist. Das Setup ist zusammengebaut. Ich habe hier eine Texas Rig Montage. Ein leichtes Blei. Ich probiere erstmal diese Kombination. Dann probiere ich natürlich auch noch andere Farben. Das heißt auch grüne Perle bzw. den grünen Quicker. Oder aber auch diese verschiedenen Schaumgummifische. Die funktionieren auch ganz gut. Also, testen wir das Ganze mal. Erstmal ein bisschen was auswerfen. Noch nicht ganz so weit. Einholgeschwindigkeit gehe ich hier mal. Ich gehe relativ langsam dran. Probieren wir das Ganze erstmal hier mit einer Einholgeschwindigkeit 12. Und man sieht so ein bisschen an der Schnur. Er ist fast abge. Komplett auf dem Grund. So. Eine halbe Drehung. Und dann kann das Jiggen losgehen. Halbe Drehung, halbe Drehung. Und jetzt fällt es mir schlagartig ein. Alter, bremse erstmal runter. Denn bei so einem leichten Vorfach, ich habe jetzt gerade einen Vorfach von 9 Kilo dran, da dann doch ganz vorsichtig mit der Bremse sein. 12 Kilo Braid als Hauptschnur habe ich dran. Entspannte 1000 Meter. Also da kann mir auch gerne irgendwie ein dicker Brocken mal nach rechts abhauen. Spätestens, wenn er irgendwo in Australien angekommen ist, kann ich ihn wieder zurückkurbeln. Oder er schwimmt dreimal hier um den Leuchtturm herum. Müsste auch reichen. 1000 Meter. Sollte reichen. Und da geht auch schon was dran. Ich bin ganz gespannt, was es ist. Ich habe heute noch nicht geangelt. Ich habe mir bloß gedacht, Alter, bei dem Wetter. Ideal, ey. Schauen wir einfach mal, was hier dran geht. Vielleicht geht ja erstmal nur ein Zander dran oder so. Oder ein fetter Barsch. Nee. Zielfisch. Perfekt. So soll das sein. Noch nicht ganz so groß, aber immerhin Zielfisch. Da geht auch noch ein bisschen was. So. Wieder absinken lassen ein bisschen. Bügel zu. Und dann fangen wir wieder an mit dem Jiggen. Halbe Umdrehung. Und ganz gechillt, ganz entspannt. Damit ich hier mit der Route nicht so rumwackel, hatte ich mir das Einkurbeln auf die Taste 0 gelegt. Auch immer praktisch fürs automatische Einkurbeln. Das heißt, ich richte einmal die Route aus und drücke jetzt hier einfach nur, zack, die Taste 0. Und dann wechsle ich zur Maus. Dann hat man da keinerlei Bewegung oder zwischendurch irgendwie mal, dass man da so gegenkommt oder rumwackelt. Und kann ganz entspannt durchjiggen. Zack, da ist der nächste. Nochmal das Gewicht, das sieht auch noch ganz gut aus. Die können gerne so bleiben um die 900. Aber ich nehme auch mehr mit. So, wieder runter. Und weiter geht's. Beißen die nur bei kühlem Wetter? Nö, eigentlich nicht.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie vielleicht noch ein bisschen besser beißen. Genau wie die am Kristallsee oder so oder auch am Belaya. Bei kühlem Wetter sind sie irgendwie agiler. Und wie gesagt, ich hab's nicht getestet. Ich bin jetzt gerade online gekommen, hab gesehen, Alter, geiles Wetter. Zack. Sofort Gas geben. Zweiten Rechner an. Dann alles nochmal runterfahren. Alles wieder rauffahren. Der Ton hat irgendwie abgespackt. Deswegen sind wir jetzt hier schon in der Mittagszeit. Ich war eigentlich schon in der Abend, am letzten Abend stand ich schon hier. Dritte Mal jetzt neu gestartet. Jetzt klappt es gerade alles. Dritter Versuch für das Video. Katastrophe. Aber es ist schön, dass es funktioniert. Also schon direkt zwei Stück gefangen. Zweimal Zielfisch. So muss das sein. Bam. Jawohl. Die letzten Male hatten wir auch Klotzsaiblinge hier. Oder auch einen richtig dicken Ludoga-Saibling. Jawohl. Ein Kilo. Geil, ey. Weiter geht's. Also ich werfe nicht ganz so weit aus. Ich könnte natürlich mit volles Met auswerfen. Wenn man hier mit der UL steht, sollte man ungefähr auch diese Weite hinbekommen. Mit der Ultralight-Route. Denke ich schon. Wobei, ja, deutlich weniger würde ich, glaube ich, nicht auswerfen. So 10 Umdrehungen oder so. Sollte man ja schon hinkriegen. Eigentlich habe ich gerade gar keinen Grund, irgendwie den Köder zu ändern, ne? Es läuft ja. Und direkt der nächste. Es läuft ja, ey. 93,20. Ja, ob das jetzt 93, 94, 95 ist oder 90. Das ist alles wurscht. Ich baue mal den grünen dran hier. Hauptsache, man ist hier so grob in dem Bereich. Also quasi hier an dem 18 Meter Loch. Zieht jetzt hier so durch. Dann passt das schon. So, und jetzt erstmal wieder ins Jiggen kommen. Zack. Je nach Rollengröße müsst ihr natürlich auch das Tempo anpassen. Also nicht automatisch oder alles 1:1 immer kopieren. Selbst den Kopf einschalten, gucken, wie weit werfe ich, was habe ich für Gewichte, wie weit kann ich überhaupt werfen mit meinem Setup. Wenn ihr natürlich 1:1 das gleiche Setup habt, wie ich jetzt hier gerade, könnt ihr das natürlich kopieren. Aber nicht mit einem anderen Setup einfach die Zahlen kopieren. Macht überhaupt keinen Sinn. Zack, guck mal da. Bremse kann ich sogar noch ein bisschen höher machen. Schon mal ein gutes Zeichen, wenn die Bremse wieder anfängt zu klackern. Jawohl. 1,1. Sie werden größer. Sehr gut, ey. So sieht das doch top aus. So kann das weitergehen. Nur maßige Fische bisher. Richtig geil. Richtig, richtig gut, ey. Wenn man das mal durchziehen könnte hier, wäre das schon wieder ein Top-Gewässer. Und da sind wir wieder im Jig. Schön langsam. Wenn ihr anfänglich mit der Jig-Führung noch nicht so klarkommt, versucht ruhig eine ganze Umdrehung zu machen. Aber letzten Endes habe ich den Eindruck, dass die Saiblinge mehr Spaß daran haben oder eher mal dran gehen, wenn es nur so eine kleine Jig-Führung ist. Und auch tatsächlich recht langsam. Und natürlich auch wichtig beim Jiggen, wenn ihr das Gewässer so noch nicht kennt. Es kann halt immer mal sein, dass da unten irgendwelche Steine oder Untiefen sind, wo dann der Köder gegenklatscht. Dann hört die Jigführung automatisch auf. Das heißt, es muss immer eine ebene Fläche sein. Wenn man jetzt hier so quer rüber jiggen würde, wird er hier an den Stellen jedes Mal aufhören mit der Jigführung.
So ist es deutlich angenehmer. Oder auch hier in dem Bereich. Hier wird die Jig-Führung dann auch schwierig werden. So. Nächster. Knapp. Ich bleib nochmal. Ne, ich mach mal rot-rot. Beziehungsweise ich mach mal einen selbstgebastelten hier. Qualität 10. Machen wir das mal so. Vielleicht gehen ja auch die Schaumgummis. So, schön runter damit. Und dann gehen wir auch hier los in die Jig-Führung. Und ab dafür. Jig. Auch am Kristallsee funktioniert das tatsächlich ganz gut. Rote Perle, roter Schaumgummifisch. Das heißt, wenn ihr hier noch nicht hin könnt, auch einfach mal am Kristallsee probieren. Es muss auch nicht zwingend die Texas Rig Montage sein. Ihr könnt Hauptsache, ihr habt diese Köder und ihr macht die Jig-Führung. Das ist das Wichtige. Einfache Jig-Montage, die ist ja im Spinning-Skill-Baum relativ schnell erreicht. Zack. Guck mal da, ey. Und wenn ihr dann damit anfangt und ihr seid vielleicht da am Kristallsee unterwegs, da auch schön durch das Zehnerloch durchjiggen. Na, da war ein Zander dran. Das wollen wir aber nicht. Die wollen wir aber nicht. Mach mal hier, mach nochmal die lilane. Die ollen Zander. Wobei, so ein fetter Zander könnte ich auch mal wieder, ey. Schon lange nicht mehr auf Zander gewesen. So. Ja, was passiert bei der Jig-Führung? Die alten Hasen werden es ja alle wissen. Dadurch, dass man hier kurbelt, zieht man den Köder kurz hoch und er fällt wieder runter. Man sieht das so ein bisschen an der Schnurbewegung auch. Man zieht hoch und die Schnur geht ein bisschen näher dran. Das heißt, er fällt wieder runter. Und dadurch bewegt sich eben der Köder, der Jig, macht einen kurzen Hüpfer am Grund und fällt wieder hin. Wie so ein etwas kränklicher, kaputter kleiner Fisch. Und da haben wir den nächsten. Und das triggert natürlich die Raubfische. Und da ist er abgegangen. Der hatte keinen Bock. Ich werfe nochmal ein bisschen weiter. Beziehungsweise mich triggert gerade der Grüne. Ich hätte irgendwie Bock auf einen Klotz-Saibling. Klotz-Saibling hatte ich vor einer Woche hatten wir hier im Stream irgendwie. Drei Stück auf jeden Fall. Die sind da ganz gut rangegangen. Auch hier auf dem Grünen. So, jetzt sind wir auf dem Grund richtig. Schnur ist gestrafft. Und entspannt. Jiggen. Klotz-Saibling wäre richtig geil. Die bringen halt ordentlich Kohle. Jetzt kommen wir langsam in die Abendstunden. 17 Uhr haben wir es schon. Nachts vielleicht auch einfach mal mit einer lilanen bzw. dann mit einer weißen Perle ausprobieren. Einfach stärkere Kontraste nochmal schaffen. Zack. Da geht doch noch was rein, sehr gut. Sehr gut. Aber auch normaler Bachsaibling. Ändern wir mal auf grün-grün. Vielleicht haben die Klotzis ja da drauf Bock. So. Ganz da hinten schön absinken lassen. Die Schnur geht immer noch weiter runter. Sehr gut. Der Köder sinkt. Und dann mal straff ziehen. So. Und jetzt rein in den Jig.
Einer der eigentlich einer der besten Fische, die man hier jiggen kann. Oder die man hier überhaupt irgendwie angeln kann. Einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis, Zeit-Verhältnis. Also wenn man hier eine Stunde rumsteht, man hat halt die ganze Zeit nur eine Rute in der Hand. Da ist es schon echt schwierig hier. Bei den ganzen, hier gibt es ja viele, viele Maränen und sowas alles. Aber die Silberquote ist halt hier richtig gut. Wenn man gerade einen Moment hat oder eine Zeit hat, wo es ein bisschen, wo die abgehen, wo die bissig sind, dann lohnt es sich. Und ich glaube im Moment, ja, sehr schön, im Moment ist es nicht verkehrt. Ne? Eigentlich jetzt noch kein, doch einen Durchlauf nur gehabt, weil er ausgeschlitzt ist. Ein Durchlauf ohne einen Fisch, aber auch hier wieder Zander, wollen wir nicht. Also, ich gehe nochmal komplett zurück. Mach aber jetzt nochmal den 004 Quicker in grün dran. Vorhin hatte ich den pinken. Es funktionieren auch noch andere. Ich gucke gleich mal, ob ich noch andere dabei habe. Einfach da nochmal in die Rekorde schauen. Gerade beim Lodoga-Saibling könnte ja dann sicher sein, den gibt es halt nur hier. Bach-Saibling kann ja auch überall noch woanders noch gefangen worden sein. So, auch hier schön langsam durchgehen. Ich glaube, da braucht man schon so ein bisschen Muße braucht man dazu, ne? Man muss halt dranbleiben. Immer im richtigen Rhythmus. Bisschen konzentriert dabei, also völlig abschalten, wie beim Grundangeln oder so. Ist dabei nicht gedacht. Da geht nicht, ey. Vielleicht sogar noch Musik im Hintergrund. Irgendwas mit einem konstanten, monotonen Beat. Du, du, du. Und dann schön im Rhythmus immer. Schön die Jig-Führung. Ja. 19 Uhr mittlerweile. Leicht bewölkt. Ne, grün, grün. Das ist jetzt schon eine ziemlich lange Führung. Wir sind auch gleich schon am Ende. Da wird das Jiggen dann gleich nichts mehr, weil er direkt unter der Angel ist. Aber das sieht echt so aus, als ob hier grün-grün nicht gut ist. Jetzt kommt die Klotz-Trophy, Alter. Man muss immer erst meckern, ne? Und dann kommt das. Ne. Okay. Hoch damit. Hoppala. Hoch damit. Wieder zurück. Tja. Ne, war gar nicht grün-grün, war grün-lila. Hm. Okay, lassen wir weg. Wir gehen nochmal zurück auf den Quicker. Ah ne, Moment, ich hatte ja noch andere. Oh. Nehmen wir mal den hier. 002, 003, 003. Ah ne, auch mit der schwarzen. Ruhig dollerer Kontrast. Ausprobieren, Leute. Abgucken ist ja immer schön, aber neues Probieren ist viel schöner. So, und wieder los, ey.
Und da ist schon die Jigführung und dann geht es ab. Ich meine, irgendwann, wenn man nicht mehr wirklich viel Silber braucht, dann kann man natürlich viel besser noch ausprobieren. Weil dann ist es eigentlich irgendwann wurscht, ne? Jetzt, wenn man so am Leveln ist und noch Equipment braucht, dann rechnet man halt die ganze Zeit, eine Stunde angeln, so und so viel Silber. Lohnt sich so ein Spot oder nicht? Bäm, schön. Ein Sechser, ey, der größte bisher. Aber wenn man dann irgendwann so gut wie alles zusammen hat, alle Angelmethoden betreiben kann, dann braucht man halt irgendwann nicht mehr viel, ne? Auch nicht mehr viel Silber. Und dann kann man halt einfach mal ausprobieren. Das war aber schon mal nicht schlecht hier. Der Quicker 003. Quicker 003. Direkt was dran. Gutes Gewicht. 10 Fische. Davon 2 Zander. Unmaßige. Und da geht was. Zack. Jawohl. Oh, das sieht aber gut aus, ey. Das sieht aber doch gut aus. Ja. Auch wenn es wieder mal nur ein Zander ist. Der olle Zander. Solange es kein Wels ist, ist alles schön, ey. So. Machen wir nochmal einen Durchgang hier. Und dann gucken wir auch gleich mal, was so der Kescher sagt. Und da geht der nächste rein, jawohl. Dicken Zander hatten wir auch gerade. Der wehrt sich nicht. Und da ist er. Der Klotzsaibling, Alter. So wollen wir ihn haben. Richtig gut, ey. Richtig, richtig gut. Klotzsaibling, 1,1 Kilo. Ist schon mal wirklich ein schönes Ding. Weitermachen. Wir wollen noch mehr davon. Und das hier jetzt gerade auf dem, ja, auf dem Quicker 4,5003. Weitermachen. Also, haben wir es geschafft, beziehungsweise ziehen wir mal ein Resümee nach einer halben Stunde Angeln und ein bisschen rumexperimentieren. Die ersten Fische hier sind alle sehr gut gegangen auf dem pinken Quicker mit der lilanen Perle. Das hat richtig gut funktioniert. Aber auch der Quicker 003 hat auch sehr gut funktioniert. Ein Klotzsaibling ist auch noch dran gegangen. Richtig gut. Gucken wir uns das mal eben an. Sortieren wir die mal eben nach Preise. 1 Kilo Klotzsaibling, 42 Silber. Sensationell. Das macht halt richtig Spaß. Kurz vorher war noch ein kleiner Klotzsaibling dran. Deswegen bin ich dann da auch auf dem Köder geblieben. Quicker 003, da haben wir ihn wieder. Da war er dran. Also das ist doch richtig schön. Also verkaufen wir den ganzen Kescher. Halbe Stunde angeln hier sind 135 Tacken. Kann man machen. Es waren nicht mal große Brocken dabei. Einige um ein Kilo. Mehr nicht, in Anführungszeichen. Ist ja schon immer ganz schön. Ab 500 Gramm sind die, müssten, ne? 500 Gramm müssen die maßig sein. Und dann, ja, alles, was so über ein Kilo wird, zwei Kilo, gibt richtig Kohle. Zieht ein paar Brocken raus. Ich mache gleich noch hier ein bisschen weiter und guck mal, ob ich nicht noch ein paar Ludoga fangen kann. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags um 21 Uhr. Bis dahin. Tschüss.